Gucken wir uns das Video an. Bruder, We Made It von Rohat. Das ist ein Video, wo die bei mir waren. Du hast auch einen dicken Arsch, sag ich dir ehrlich. You like Ladyboys and Gmails? Aber nein, das hat er erst bekommen. Ich schwör's dir, Rohat, als er ist fett geworden. Das erste Mal war nicht so. Ich bin fett geworden ein bisschen. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Sie sind am Feiern im Club, sie schmeißen sich an einem Molly und Drink. Ich bin im Club nervös, deswegen gehe ich nicht mehr ohne mein Chain. Ich nehme jetzt Abo auseinander und vier gewinnt. Also, ich weiß nicht, ich bin gelb. 1, 2, 3, 4. Ja, und du hast aber ohne Hilfe hast du nicht gewonnen. Was für ohne Hilfe? Du hast gewonnen. Du hast echt fair gewonnen, 100%. Nee, du ziehst eh weg. Hab aber ich habe gegen beide in vier gewinnt gewonnen. Davon auch gegeben. Du musst jetzt geben. Nee. Ich, okay. Ich geb dir einen Schlag. Ja, okay. Oha, Bruder. Okay. Bruder, das wird so ein Ding. Rohat hat sein Handgelenk verbrechen. Ich hab auch gerade Stell dir das einfach vor, Digga. Huch. Das ist gut. Doch, ich hab Schmerz. Beeindruckend. Was geht? Das ist auch für... Willst du jetzt schon? Ja, was ist? Was geht los? Oh! Bei ihm auch. Oh! Nimm mich mit, du! Oh mein Gott! Oh! Oder der Bass bei dem Schlag. Was geht los? Oh! Bei ihm auch. Oh! Nimm mich mit, du! Oh mein Gott! Oh! So dippt man. Reicht doch! Digga, das ist doch nicht mehr normal. Ui. Also, wie Abo gedippt hat, war richtig und wichtig. Ui. Hier ist die Pizza für die Mitte. Ui. Ui. Mein Essen ist ja nicht auch angekommen. Seine Gnocchi. Gnocchi? Bruder, er hat einfach 18 ganzen Tisch abgeräumt, Digga. Mit einer Hand, ne? Bruder, he made it. So, warum sagt er jetzt immer diese englischen Wörter, Bruder? Ja, wegen ihm, Mann. Das ist von Dings. Hör auf. Das ist von Tilo. Wer ist Tilo? Tilo, dieser. Dieser Junkie. Warum Junkie, Digga? Ja, Bruder, sah halt bescheiden so aus, ne? So liebe Grüße. Aber he made it. Digga, das heißt auch einfach nur, er hat's gemacht. Carlo ist einfach eingeschnappt, weil er pennen gehen will. Nee, wenn ich penne, hat seine Routine, Bruder. Er will jetzt ins Bett im Ochsenzimmer kommen. Da guckst du, ne? Wir gehen gleich ins Bett, Carlo. Entspann dich. Warum bist du immer so eine Mimose? Du bist so eine Routine. Wenn ihr denkt, lieber Livestream-Chat, wir sind schlimme Routine-Menschen, dann habt ihr den Hund noch nicht erlebt. Der Hund ist so ein Routine-Hund, kannst du dir nicht ausdenken. Routine-Mensch, wie Papa, ne? Routine-Mensch, ja. Ach so, ist er. Ach so, Routine-Mensch, stimmt. Ich bin auch ein Routine-Mensch wie du, oder was? Hast du Dings Fenster aufgemacht? Ich möchte, dass der Duft schön einzieht. Bruder, gib doch die Hand aufgeregt. Wallah, guck mal, wie geil das aussieht. Im Schnelldurchlauf. Guck mal jetzt. Boah, sieht übertrieben kacke aus. War gute Idee, das ist. Hä, was soll das denn, Digga, Mann? Ach, Digga, ehrlich. Was guckst du? Ich nehm den Schlüssel irgendwo. Die waren so bodenlos laut, Diggi. Ich lag schon oben im Bett und hab Mayabu gemacht und ich hab's die ganze Zeit beben gehört, weil Abo gelaufen ist, Kapi. Okay. Ich bin wie ein Schmetterling. Den Schmetterling, was abstürzt, weil es zu fett ist, Digga. Oh mein Gott. Hast du das nicht gesagt? Oh Mann, Digga, das ist unfair. Digga, Mann, oh Mann. Pause? Digga. Das war so laut, Bruder. Ich sag's euch so, wie es ist. Keine Ahnung. Ich lass auf, wenn ich schwöre, lass auf. Oh, guck mal, wie laut das gerade war. Ja. Guck mal, was er macht. Der hat gerade gesagt. Digga, ist so frech, Alter. Ja, Chat, Digga, guck mal. Oh, wow. Guck mal, was er macht. Der hat. Digga, einfach. Er hat einfach seine Dreiersteckdose mitgebracht.
plus alle drei Dinger und lädt komplett alles full bei mir. Das ist frech. Hat er gesagt, immer Sachen mitnehmen, damit er seine Stromsache geladen kann. Digga, was soll die Scheiße, Junge? Nein, das stimmt doch gar nicht. Er hat extra gesagt, er hat sogar Verlängerungskabel mitgenommen. Oh mein Gott, Digga, du Schwanz, Junge. Warte mal, ist dein Shampoo gut? Hammer. Voila, fass meine Haare an. Nee. Ist nicht? Voll rot auf dem Kopf. Nee, ehrlich jetzt? Nein, warte, lass mich mal gucken. Ah. Nee, lass mich gucken. Nee, aber jetzt. Schläfst du nicht ohne Unterhemd? Ja, richtig, Digga. Aber ich gehe ja nicht nackt runter, oder? Warte mal, wie willst du jetzt einen Löffel reintun und das transportieren nach oben? Sag mal. Das ist doch ganz einfach, Bruder. Ja, zeig. Nimm den Löffel, mach den hier und dann geht nach oben, Bruder. Warum? Digga, was ist daran I? Hä? Was ist denn daran I, Digi? Warum ist hier die vollste Leuchtung, Digga? Ja, ein, zwei Lichter reichen doch, Mann. Ey, alles am Leuchten. Wir sind am Strom sparen, siehst du doch da hinten? Ja, Digga, das ist wirklich bodenlos, du Wichser. Ich sag euch ehrlich, manchmal man lacht, aber innerlich denkt man, diese kleinen gerade. Ich denke mir dem Bruder, warum ist das Licht überall komplett an? Dann zieht er dann noch mit seinem Dreier-Verlängerungskabel Strom und Bruder, ich bin der Idiot, der es am Ende alles bezahlen muss. Wegen Löffel, Bruder. Tiger, ist es. Abo war gerade 30 Sekunden auf dem Ding hier drauf. Was für 30 Minuten? Dein Übergang, Maschallah, sehr gut geschnitten. Mohammed. Mohammed aus Buxtehude, bester Mann. 30 Sekunden. Digga, was machst du denn da? Ich stell dir mal eine Frage, Rohat. Was ist die richtige Ausführung? So? Ja, falsch. Oder so? So wie du gerade gemacht hast. Digga, aber jetzt, das andere ist Quatsch. Beides ist richtig, Pick. Nein. 100%, das ist für vorderhandelte Test. Nein. Das ist eine falsche Übung. Ja. Also nicht eine falsche Übung, aber eine Übung, die man eigentlich nicht machen sollte, weil man sich so schnell da den Nacken kaputt macht. Ja, das, sowas gibt's nicht. Natürlich. Nein, das machen manche, aber die haben keine Ahnung. Aus der logischen Sicht, warum? Sag mal, eine Alltagssituation, wo du das Gewicht hinter deinem Nacken so stemmst, hebst, Kisten, whatever. Für Handstand ist das gut. Ach, kannst du 100% glauben. Sieht der Mann vertrauenswürdig aus? Oder sieht der Mann? Ja! Hab ich dich wieder verarscht, Kaido? Hab ich dich wieder verarscht, mein Schatz? Ja, du kommst auch mit. Hallo, Bruder, schlechter Kamerawinkel, Mann. Was soll das, Digga? Ich war aber auch so genervt. Wir wollten in Wildpark Schwarze Berge fahren, spontaner Rino. Und die Straße zum Wildpark Schwarze Berge ist gesperrt, wenn man über B73 Neuwumsdorf, Neugraben fährt und dann bei Metzger Lesser rechts rein. Die Straße ist gesperrt, da sind Umbauarbeiten. Und dann sind wir auf die Autobahn gefahren. Bruder, okay, da war ein tödlicher Autounfall, deswegen will ich mich nicht so sehr aufregen, aber trotzdem habe ich für 10 Minuten Strecke, jetzt stand ich da 1,5 Stunden. Da war ich ein wenig angefressen. Was? Finde ich auch gut, dass Kylo mit Monte spazieren geht. Ey, was machst du jetzt denn hier? Wir sind hier, wo sind wir? Was soll die Scheiße denn, Digga? 120.000. Bei deiner Mutter. Wir sind hier im Wildpark Schwarz. Ja, Bruder, was ist das? Zu Berge oder sowas. Schwarze Berge. Wildpark Schwarzenberge. Und da steht doch was. Wir bitten nur an kurze Leine. Heute oder so. Jetzt komm. Du hast noch genug Möglichkeiten drin zu stehen. Verpiss dich jetzt, Junge. Komm jetzt. Kennst du den Drohnen, die sagen, mach mal Foto? Warte. Machst du? Warum schiebt er den Stress mit dem? Ich weiß nicht, oder? Ich kann sie nicht noch machen. Kein Piss gegen jetzt, komm. Komm, das schaffst du. Jawohl. Ja, hier sind normalerweise Otter, aber das ist der Robot. Otter? Otter. Ja, gut, Kaido. Ja, komm. Ach, Mann. Oh, fuck.
Der schiebt da immer so Optik bei den Gittern. Aber Walla Bilat, ich lasse ihn immer ein, zwei Mal rüber laufen, damit er auch mal Eier beweist. Also an dem Tag, dann trage ich ihn rüber. Er ist sehr gestolpert, der Arme. Der ist gar nichts. Nee, der ist schon so fett gefüttert, Digga. Sag dir ehrlich, Digga, gut, dass ich heute keinen Schwarzen habe. Das hätte ich mir dazustellen können. Abu, lass doch kurz 5 Minuten Ramadan-Pause machen. Wir holen uns eine Currywurst-Pommes und chillen uns ein bisschen hin. Currywurst-Pommes, ich glaube, es hackt bei dir. Wir haben nicht mehr viel, Mann. Schaffen wir. Spaß. Schaffen wir. Ich sag dir ehrlich, Abu, wenn einer aufwacht, der schlägt dich hart auf hart zusammen, Digga, weil er ich denkt... Ich so einen Nackenklatsch. Hart auf hart. Ja, Abu fühlt sich wie zu Hause. Habt ihr keinen Hunger mehr, oder was, Jungs? Ja, Mann. Er checkt einfach nicht, dass es Statuen sind. Ich habe zu Abo gesagt, guck mal, die Kuh da drüben mit Baby. Und Abo ist voller Euphorie hingelaufen und hat so, oh, Feinis. Hat sogar noch mit dem Futter geschüttelt, Digga, dabei ist das Plastik. Digga, du bist so doof. Du bist so doof, Digga. Weißt du, was ich richtig gerne machen würde? Aber das wäre so ehrenlos. Ich würde ihm so gerne ein richtig geiles Eisbein nochmal für den maximalen Bruch ziehen. Aber auf andere Seite. Ja, ist scheißegal, Bruder. Jetzt kannst du das machen. Hart auf hart in 10 Jahren nicht mehr. Scheiß drauf, Digga. Oh, nein, hat er das nicht rausgeschnitten, Digga. Wenn der kleine Hund das nicht rausgeschnitten hat, Bruder, ich wollte ihn dissen und hab irgend so eine Scheiße gelabert, Mann. In 10 Jahren werde ich die Füße hochlegen, Digga, und am Strand liegen. Da bringt mir deine Mutter eine scheiß Pepsi-Cola. Digga, das ist so peinlich. Ich wollte irgendwas sagen, Bruder, ich sag einfach eine Pepsi-Cola, Digga. Ah, scheiß drauf. Pepsi-Cola, Bruder. Wer kennt's nicht? Die gute alte Pepsi-Cola, Mann. Abo, ja? Du weißt, Hunde sind nicht erlaubt auf dem Spielplatz. Wir hatten auch auf dem Spielplatz mit irgendeinem wieder Beef, Digga. Auf dem Spielplatz sind keine Hunde erlaubt. Und ich war mit Kylo, saß auf der Bank und dann sind wir rumgelaufen und ich bin mit Kylo einmal kurz hier unten so über den Sand gelaufen. An für sich kann ich es ja verstehen, dass man dann sagt, ah, Hunde sind hier verboten. Aber so ein Typ hat mich dann so von der Seite angesprochen und meint, ihr wisst schon, dass Hunde hier verboten sind. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber wirklich höflich, Digga. Ja, ich weiß, aber ich habe meinen Hund hier unter Kontrolle, weil es geht ja am Ende des Tages darum, dass die Hunde da nicht hinpissen und hinscheißen wegen den Kindern. So, und ich war ja vorher 1,5 Stunden mit Kylo im Wildpark da spazieren und sein Schniedelwurz war ja leer gepumpt. Also da war ja nichts mehr drinne. So, und dann hat er sich aber so aufgeregt, und noch einen dummen Spruch so mäßig von der Seite gebracht. Aber Bruder, ich habe mich nicht drauf eingelassen. Ich habe gesagt, alles gut, schönen Tag noch. Lahmarschig gewesen. Digga, ist doch echt lahmarschig. Das ist voll cool. Fürs Markieren reicht es aber, kann es verstehen. Ja, du hast recht, Bruder, aber dein Hund markiert ja nur, beziehungsweise pisst ja nur dorthin, wenn du deinen Hund nicht unter Kontrolle hast, beziehungsweise wenn du ihn an der langen Leine lässt. Ich habe Kylo auf dem Spielplatz. Natürlich, kann verstehen, Bruder. Hunde sind da nicht erlaubt, den Grundsatz verstehe ich natürlich. Aber wenn ich den Hund kurz an der Leine hab und kurz einmal da über den Sand lauf, dann wird er da nicht hinpissen und hinkacken. Aber ich kann natürlich auch die andere Seite verstehen, so ist es nicht. Aber der Ton macht die Musik. Und ich fand die Tonart von dem Kollegen da nicht so in Ordnung. Aber ich bin höflich geblieben, Digga. Boah, für jung und alt, weißt du, wie ich mein? Aber Bruder, das war gerade wenn ich mein Kind im Kreis trage, war es spektakulärer. Ja, dann mach das. Wie er sich auch Disrespect empfiehlt. Vielleicht meint er auch Rohat und nicht Kylo. Das stimmt, Digga. Was kann man hier mitnehmen? Hier sind auf jeden Fall sehr, sehr... Ah, Bruder, dafür werde ich ihn... Walla Bela. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich ihn, ohne dass er es mitbekommt, ohne dass er es weiß, entweder ein fettes Eisbein ziehen oder ihn ein Ding auf die Schulter hauen. Weil das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Sehr, sehr gut. Also sehr, sehr krasse Prachtexemplare dabei. Ich schaue mir das Ganze... Ich glaube, dafür würde ich 2.000 kriegen ungefähr. Ja, ja. Mhm, sogar Jerseys. Bei dem Mann läuft's so krass. Ui. Mhm. Ja. Oh, ich lege sehr, sehr krass Auge auf diese Schuhe, weil Kali für diese Schuhe gemodelt hat. Und das sind einer der wenigen Tiens, die ich feiere. Also nur mal für euch, Jungs. Sehr, sehr erotisch, wie du da sitzt. Naja, er hat ja nichts gemacht. Ja, ist scheißegal, Bruder. Ist scheißegal. Ist egal, ob er was gemacht hat oder nicht, Digga. Es geht, dieses Prinzip-Ding ist das. Weißt du, wie ich meine? Aus Prinzip werde er dafür eine kassieren, Digga.